Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und Gefährten entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Trampen jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Krebs. Was meinen Sie? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Himmler ist ein Verräter. Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorgehen. Ich hätte gut daran getan.
Straße steckt 5 Kilometer von Stecker. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Thank you.
Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Möglich aufbrechen. Auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten.
Thank you.
Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stehen. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. It's yours, my friend. Krebs, was meinen Sie? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft nur ein Zehnfaches. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Thank you.
Als Gemeinschaft fremd tot. Wir haben keine Ölgebiete mehr, das ist katastrophal. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stehen. Dann! Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Er ist in der Trankstadt. Thank you.
Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Krebs, was meinen Sie? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Himmler kollaboriert, er ist ein Verrückter. Und ich will sofort zum Bericht! Wahnsinnig geworden. Die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube! Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinst ist. Sofort! Dieser Versager, dieser Schmarotz! Ein paar Vanille voll Eis!
Ich hätte gut daran getan. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stecker. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt, der deutsche Falsche! Was soll das heißen? Lass dich im Bloß, Adjutant. Wir muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon getan, ich bin sie. Ich will sofort zum Gericht! Dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Im Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung.
It's yours, my friend. Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten. Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass es ein Hirngespinst ist. Ich will sofort zum Bericht! Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage! Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt 5 Kilometer vom Streckkampf. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. All right.
eine Elke, bitte. Das ist katastrophal. Aufbau ganz schnell. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. It's yours, my friend. Krebs, was meinen Sie? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte, Eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen.
mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt meine Worte. Ich will sofort zum Bericht! My friend. Thank you.
Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der Leuten Armee vereinigen. Die Logik der Verlauf. Wie bitte? Unsinn! Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt. Dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich.